So, willkommen in der letzten Folge dieser Aufnahme. Aufnahme, nicht des Let's Plays, keine Sorge. Scheiße, so. Wir holen uns die Codex-Seiten und schauen dann mal, wo sich dann unser Weg führt. Das heißt aber, wenn jetzt, wir sind jetzt schon ziemlich am Ende. Ich denke jetzt nur noch die Codex-Seiten. Oh ja, stimmt, es könnte sein. Ich denke, das hier wird die vorletzte Folge sein. Wenn ich das jetzt richtig zusammenrechne. Die vorletzte Folge, dann ist dieses Let's Play auch schon AD. Aber ich habe schon ein neues Projekt im Auge. Boah, diesmal. Es ist ein Squid. Hat vor allem dann nicht so lange gedauert, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir haben wirklich das Genügsamste gemacht. Wir haben die Story durch, die DLCs durch, wir haben die alte E-Rüstung, die Stadt ausgebaut. Ich würde ja eigentlich schon fast sagen, wir machen Assassin's Creed Brotherhood direkt im Anschluss. Aber nee, ich habe irgendwie das Gefühl, das würde nicht gut sein. Beziehungsweise, wenn ich das direkt im Anschluss mache. Habe ich schon meine Zweifel, dass es selbst bei mir so gut ankommt, während ich es aufnehme. Na klar, ich hätte man Spaß dran, ne? Assassin's Creed und Brotherhood ist das einzigste Assassin's Creed Teil, was ich bis jetzt nur einmal durchgespielt habe. Ist aber auch schon Jahre her. Wie lange ist das her? Ein Jahr, zwei Jahre. Doch, ja. Zweieinhalb Jahre. Wir kommen aus Florenz und da würde ich gerne wieder hingehen, weil ich Florenz ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht finde. Ich mochte die Stadt. Ich war zwar noch nie da persönlich, als Ezio, aber ich würde mal sagen, immerhin. Aber ich glaube, ich habe so eine Art Rülpser im Rachen, aber der will nicht, beziehungsweise nicht Rachen, sondern Magenbereich. Ich hoffe, jetzt hängt niemand da. Ekelhaft, wie kann er darüber reden? Nein, weg damit. Jeder Rülps, selbst die Frauen. Und ich habe das Gefühl, dass Frauen mehr rülpsen und furzen als Männer. Und glaub mir, das zerstört dieses Denken, was ich nicht gerne denke, zerstört bei mir und bei meinen Männern Kollegen wirklich die Illusion. Aber naja. Was habe ich denn gedacht? Noch etwas brechen. Naja, Mädchen sind immer die ganze. Wenn ich das jetzt sage, das kommt sowas von in den falschen Kopf, deswegen sage ich das jetzt mal nicht. Hilfe! Nein. Verwerfen wir diesen Gedanken, weil. Nein. Nein, bitte! Na, du! Dafür sind wir jetzt. Ah, das ist einfach die Kohle. Wo ist mein Lotto? Ich habe damit nichts zu tun. So, nur noch du. Weg mit dir. So. Da haben wir schon die nächste Codex-Seite. Und da ist so ein Typ, den wir umlegen können. Ezio, du machst es nicht unbedingt besser. So, einen ausgeschaltet, der seine Ehre verkaufte, um Macht und Geld zu erlangen. So, wir sind kein Irrer, wir sind ein Messerjongleur. Das war ein Unfall, das war eigentlich unser Assistent, müsst ihr wissen. Denn wir arbeiten im Zirkus Italia. Und er war versichert, keine Sorge. Es war ein Berufsrisiko, das wusste jeder von uns vom Zirkus, dass er umkommen konnte bei diesem Messertrick. Ja, das ist mir auch echt das erste Mal passiert. Davor sind nur ein paar Unschuldige dabei gestorben beim Messerwerfen, aber sonst
Das ist mein erster Assistent, den ich verschlissen habe. Ah, ich will dann umrempeln. Aber bin ich ausgewichen. Wo ist jetzt der Bootsmann? Der müsste doch jetzt sofort kommen, oder? Jetzt müssen wir ja mal gucken, wo der mich... Nein. Bitte nicht. San Giovanni. Da reisen wir mal hin. Und gucken ganz freilich mal, wo wir hier noch eine Codex-Seite abstauben können. Ich glaube, wir brauchen drei oder so. Ne, hier haben wir schon alle. Okay, dann direkt mal weiter. Venedig hatten wir, das hatten wir auch. Nein, ich will hier Forli. Und in der Stadt. Ja, wirklich. Das kommt ein bisschen träge vor. Aber keine Sorge, das ist es nicht. Ja, weil es nicht so wirklich. Boah, die sind ja immer noch erstarrt vor Schreck. So ist das da ein... Ja, scheint die einzigste Seite hier zu sein. Oh, ist sogar hier direkt vorne. Was für Wachen stehen hier? Wenn ich nicht so viel zu tun hätte, würde ich mir sehr... Ach, scheiße, ich wollte den gar nicht umbringen. Ich wollte den... Hier. Jetzt stirbt halt jeder. Und weg mit dir. Ja. Die alle schwafeln. Das Schlimme ist, so war das wirklich so. Um die Leute auch ein bisschen aufzuwiegeln, haben die ja gesagt, Gott wird das missfallen. Gott wird euch deswegen strafen. Und die Leute sind ja aufgesprungen wie sonst was. San Gimignano. Ach, scheiß drauf. Diese italienische Stadt halt. Hier müssten eigentlich die letzten zwei Seiten sein. Ja. Hier waren wir, glaube ich, auch nur einmal, oder? Bei der Eroberung. Direkt bei unserem allerersten Attentat. Also meinem ersten richtigen Attentat. Ich weiß nicht. Haben wir den Typen, der unseren Vater verraten hat, der Freund, zuerst getötet oder erstmal hier den Typen? Ich glaube, Der ist ziemlich gut bewaffnet, nicht? Aber man kommt an denen vorbei. Ich glaube, in jedem anderen Assassin's Creed Teil wäre das unmöglich. So. Da, toter Winkel. Ich habe ihn tot gewinkelt. Und weg bist du. Oh, die Patrouille hat uns zugeguckt. Perdonami, Vio. Verzeiht mein Leben. Ach, keine Ahnung, was Vivio heißt. Immerhin bin ich kein Italiener. Nur weil ich ein bisschen Spanisch spreche, heißt das ja nicht, dass ich Italienisch kann. Boah, was mich dabei gerade richtig abfuckt, was mir einfällt. Ich mache hier mein Abitur. Und man muss ja da diese komische Sprache sprechen. Boah, wie hieß die nochmal? Genau, dieses Französisch. Ekelhafte Sprache. Und das meine ich nicht nur so Mainstream-mäßig wie jeder hasst Franzosen. Sondern ich mag die Sprache echt nicht. Kein bisschen. Ich mag das Land nicht, ich mag die Leute, also was ich davon jetzt öffentlich gesehen habe, nicht. Ich, die Sprache. Nein, für mich sind das Tierlaute. Tut mir leid, aber das ist wirklich für mich. Das ist keine Sprache, das ist eine Krankheit für mich. Jedenfalls, worauf ich zurück möchte. Da ich vom Hause aus Spanisch spreche, Spanisch sprechen sollte, und sich ja Französisch und Spanisch so aufs Wort hinaus gleicht, kommt die öffentlich mit den Sätzen an wie: Du sprichst doch Spanisch, warum sprichst du kein Französisch? Das ist doch dasselbe. Nein, ist es nicht. Es ist definitiv nicht das Gleiche.
Und ich hoffe für meine Klausuren einfach nur, dass ich jetzt mit dem neuen Assassin's Creed Teil, was innerhalb der nächsten 30 Tagen ja rauskommt, schön Französisch lerne. Oder wenigstens irgendwie ein bisschen, so ein bisschen. Spielend lernen halt. Warte, wenn. Ich müsste nach Norden, oder? Oder? Ja, nach Norden. Das war ein Art Schluck auf. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Ich kenne dich. Er sieht wirklich verdächtig aus. Hey, Cittadino. Einen Moment. Danke. So haben wir einen Kampf vermieden und ja, die suchen wir. Zur Villa bitte. Monteriggioni. Nur 4 Flori. Florin. Ja, Florin hießen die Dinger. Die Münzen. Heute haben sie ja alle Euros. Und scheiße, Mann. Ich war in Paris. Na, warte mal. Ich bin gerade noch. Ich war jetzt schon mit dem Gedanken ein bisschen weiter. Aber wir sind ja noch in Paris. Nein, sind wir nicht. Wir sind in Italien. So. Kacke. Ja, ich würde mal sagen, wir haben jetzt alle Codex-Seiten. Wir gehen weiter zum Ende. Und ich war jetzt nicht die ganze Zeit gemutet. Wir gehen jetzt zu Leonardo. Und dann weiter rein in den Raum. Und ich werde mich dafür dann muten. Leonardo! Nach Leonardo. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Das ist einfach. Man muss nur jeden zweiten Buchstaben bewegen. Hier. So, und jetzt schön... Ach, die schicken uns immer wieder raus. So, und jetzt schön hier rein. Preschen. Ezio! Es ist Zeit, Onkel. Beenden wir, was ihr und mein Vater vor langer Zeit begonnen habt. Nun gut. Vielleicht finden wir endlich den Sinn dieser Prophezeiung und durchkreuzen, was auch immer der Spanier plant. Wir sollten zunächst die Gruft finden. Die Codex-Seiten werden uns dorthin führen. Schauen wir nach. Okay, wir müssen also doch noch was machen davor. So, interagieren. Jetzt haben wir alle Codex-Seiten dran. Und haben jetzt ein Minispiel. Ja. Komm, das ist auch nicht allzu schwer. Okay. Das dauert wirklich nur einen Moment. So. Erstmal die Ränder, genauso wie beim Puzzle. Das ist am einfachsten. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Karte von Italien sein soll. Oder hier jetzt zum Beispiel Amerika. Ja, ich ist für mich jetzt offensichtlich, dass Amerika... Hier Südamerika, Nordamerika, Mittelamerika. Ja. Das sieht aus wie so eine riesige Wolke. So richtig. So. Das hier scheint noch nicht ganz gerade zu sein. Jetzt. Die Weltkarte. Bedenke. Teile der Welt waren da noch nicht entdeckt. Zum Beispiel Amerika war da ja noch Neuland. Und jetzt hier noch was drauf herstellen. Eine Karte der gesamten Welt. Aber sie zeigt Länder, die es gar nicht gibt. Scheinbar gibt es sie doch.
Wahrscheinlich müssen sie noch entdeckt werden oder wiederentdeckt. Wie ist das möglich? Vielleicht finden wir die Antwort in der Gruft. Könnt ihr sehen, wo sie ist? Nein. Unmöglich. Die Gruft, sie ist anscheinend in Rom und der Spanier. Darum wurde er also Papst. Jetzt verstehe ich. Er hat nicht nur den Zugang zu der Gruft erhalten, sondern auch zum Stab. Welcher Stab? Der Kodex sprach immer von zwei Schlüsseln. Zwei Edensplitter, um die Gruft zu öffnen. Einer ist der Apfel. Und der andere, der Stab. Der Kreuzstab des Papstes ist der zweite Edensplitter. Seit Jahren, nein, Jahrzehnten, suchen wir diese Antworten. Und nun endlich haben wir sie. Aber der Spanier vielleicht auch. Und wenn er den Weg in die Gruft findet, was er dort finden wird, macht den Apfel zu einem Spielzeug. Ich muss nach Rom und die Gruft finden. Und was macht der Rest? Wir tun, was wir am besten können. Unruhe in der Stadt schüren, damit ihr frei seid, eure Suche zu beginnen. Lass mich einfach wissen, wenn du soweit bist, Neffe. Tja, würde ich mal sagen, das X markiert den Ort. Sehr schöne Questname, wenn ich das so sagen darf. Und ich weiß nicht. Ich denke, ich mache hier schon einen Schnitt. Bis dann.